Kasak, jetzt erstmal schön die Vision clearen. Das ist schon mal nicht mega schlecht. Mega Gnar ist aber gleich zur Stelle. Miesmuschel von der Seite versucht. Der Torn trifft Irelia. Equalizer liegt gut im Weg. Alle Lowlife, aber sie haben Irelia bekommen. Hinten in der Backline. Miesmuschel immer noch am Tanken, immer noch am Raushalten. Wieder Kasak. Das sind zwei Harpoon gewesen. Hätte der Kuh getroffen, wäre es das Ende gewesen für Miesmuschel. Im Ende der Blick ist gut. Equalizer sitzt, da ist die Stopwatch, da ist das Stundenglas. Da war die Elder. Lulu vor allen Dingen. Handy weit explodiert. Schön nochmal gearbeitet. Jetzt kommt die Irelia durch. Die Zeit ist gekommen, dort Ceratops. Ich will nochmal umdrehen. Miesmuschel ist low, der Smite geht raus. Destin ist Level 2. Sokrates allerdings kaum noch leben. Sonicon das nächste Ziel. Aber auch der Jungler ist raus. Nocturne gefallen. Double Kill 2 für Köln. Und auch Top Ceratops wird hier verfolgt. Wird hier gecoilt. Und wird hier rausgenommen. Miesmuschel. Der Schaden von Baron auf jeden Fall zur Stelle. Man sieht den Engage auf Sonicon. Kommt aber nicht ran mit dem Rest des Teams. Jetzt geht's aber rein für Sokrates. Komatsu schon low und auch Kasak rausgenommen. Der schöne Hook. Guter Versuch, nochmal da rauszukommen. Standing Knight sehr, sehr spät erst gezündet. Jetzt erst in den Teamfight eingegriffen, aber Kassieren schon mit dem Kill dabei. Knockup sitzt wieder. Wieder Sokrates. Wieder fast Full Life inzwischen noch dabei. Und einer nach dem anderen fällt für leider unter E-Sport. Und Komatsu tankt sogar jetzt hier Baron 2. Ist er weggeschossen? Er bekommt ihn! Ja, sofort wieder ein schöner Dreimann-Gage. Super Stun, der Schaden von Kleine 7 ist momentan einfach phänomenal hoch. Lorofat, das ist die falsche Seite der Map. Da willst du nicht reinflashen. Sharky wartet geduldig. Über die Wand wird hier ausgeteilt. Aber Timon kann aufräumen. Double Kill. Und Keule muss schon mal das Weite suchen. Package genutzt. Noch nicht wirklich effektiv. Neo mit dem schönen Double Stun wieder. Kleine 7 in der Lage, mit Keule zusammen den Kill zu sachen. Und damit auch die Resets einzupacken für die Jumps. Xena wird verfolgt. Kleine 7 ist relativ stark. Der Nuke nochmal rein. Schöner Pull. Nur bedingt viele Inhibitoren und Türme verlieren. Irgendwann ist das halt dann doch der Nexus, der fällt. Oh, der dann 3 gegen einen. Und Nier. Temptation ist relativ stark, aber nicht stark genug. Das Problem ist, man verkauft gerade die Base dafür. Das ist zwar den Temptation, den man bekommen hat, aber da ist ein Baron Buff Team in deiner Base auf einmal. Oh, Flash, und das ist hier der Snare sofort auch wieder auf Lorofatz drauf. Lorofatz kaum noch leben. Man kommt hier ran. Schönes Solar-Flair. Wunderbar gearbeitet zusammen mit dem Slow von Sharky. Und jetzt ist natürlich Suki nicht in der Lage, das Ganze zu finishen. Man braucht den Schaden von Lindberg, man braucht den Schaden von Timon auf Keule, auf Sharky. Sharky fliegt durch die Gegend gerade so mit dem Movement Speed Buff. Keule immer noch am Leben, weicht hier aus. Aber jetzt kann man dann doch nochmal das Cleaner perfekt machen. Temptation hat keinen TP, das heißt, Temptation kann nicht mehr dazukommen. Temptation ist in der Base, das ist ein schöner CC, wunderbare AOE, aber da muss noch Schaden hinterherfliegen, da muss man noch was mehr machen können. Und sie sind in der Unterzahl, sie sind da gerade zu zweit. Temptation ist Keule ist in der Base und Temptation will finishen, das heißt, sie müssen einfach nur abbrechen. Timo wird gesnared, Temptation finisht, es ist nur noch Xena. Xena gegen Temptation, es reicht nicht, Temptation mit dem Vector, da kommt nochmal Timon dazu. Das wird aber nicht reichen, oder doch, Timon mit dem Schaden, es reicht. Ja, aber das war halt ein Autotech. Ein Sheen-empowered Autotech von Lorofatz. Keule auf der Jagd nach Timon. Oh, da sind sie in der Base! Sie sind doch in die Base gekommen. Sie hatten da irgendwas gefunden. Aber der Kick in den Nexus. Lindberg rettet schon wieder zusammen mit Timon das Spiel. Letztes Mal Timon, diesmal Lindberg. Und Hannover wird hier abgeräumt. Drei sind schon gefallen. Gegen Temptation. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Diesmal kann der Nexus nicht helfen. Aber Lindberg ist stark. Lindberg setzt sich durch. Wobei doch nicht. Die Regeneration ist gut. Der kickt nochmal. Lindberg gegen Temptation. Temptation verliert. Lindberg gewinnt. Aber Kleine 7 ist jetzt auf der Jagd. Kann das Duell aber nicht gewinnen. Das ist ein 1 gegen 1. Was kann Kleine 7 nicht gewinnen? Da muss. Ach, wobei, wenn der Kuh nicht trifft. Lindberg trifft nicht. Kleine 7 kann lösen. Oh Gott, Kleine 7 will finishen. Kleine 7 will durchgehen. Nicht schon wieder Hannover. Der Kuh geht daneben. Lindberg wird angesprungen. Der Dash, der Slow. Kleine 7 mit dem Kite. Kleine 7 springt. Kleine 7 schafft es. Kleine 7 wird hier das Spiel beenden.